Und herzlich willkommen zurück zur dritten Folge. Bei der letzten Folge sind wir voll abgekackt. Schon wieder, zum zweiten Mal, hat uns dieser verkackte Nachbar abgeknallt. Mann, ey, ja, jetzt kommt wieder das ganze Zeug. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, bla bla bla. Also wenn das nicht bald funktioniert, dann gehe ich in den Sandbox-Mode. Nein, 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 ich versuch's. Ach so, ich muss jetzt erst hier die Sachen machen. Wie kriege ich denn diesen verdammten Nachbarn kaputt? Dieser Mistkerl. Mann, oh. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, 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 also wir versuchen es jetzt nochmal. Wir versuchen es auf jeden Fall nochmal. Das versteht sich von selbst. Es kann nicht angehen, dass dieser verdammte Kerl mich und meine Frau kalt macht. Nur weil ich dem was zu essen geklaut habe. Man kann es auch echt übertreiben, oder? Da kann man ja drüber reden, mal ein bisschen diskutieren. So. Muss man einen aber nicht direkt abknallen. Sorry, I'm fucked up, hon. Mist! Ach, wie mich das ärgert, Leute. You are fine, we are fine, everyone is fucking fine. It couldn't be a fucking better day. So. Jetzt langsam haben wir es aber drauf hier, ne? Den Nachbar, den Nachbar, den Nachbar. Wie machen wir den kalt, Leute? Mist! Ich war schon im Chat. Ich mach das jetzt trotzdem einfach. Boah, das nervt mich. Das nervt mich, dass ich das schon wieder verkackt habe. Vielleicht verstecke ich mich als nächstes im Badezimmer. Jetzt muss ich... Oh nein, wie blöd bin ich eigentlich. Gut, machen wir es wieder ab. Haben wir das wertvolle Holz verloren. Mist. Mann, oh. Der Typ macht mich fertig. Return to Kate. Okay, we are safe. Jetzt bla 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 bla. So. Ab zum Nachbarn und ihm wieder was klauen, damit wir dafür abgeknallt werden. Sehr schlau eigentlich, ne? Warum mache ich eigentlich die Tür nicht zu? Na egal. Lauf, Forrest, lauf! We're not running anymore, sweetheart. Bin wieder schneller als die Polizei erlaubt. Nächster Weeps. So. So, das ist jetzt das Verbrechen, das ich begehe, wofür mich dieser fiese Nachbar tötet. Töten will. Oh, jetzt habe ich sogar drei Dosen. Das ist gut. Das ist eigentlich sogar sehr gut. Sehr, sehr gut. So, dafür lassen wir dem auch die Tür auf, damit da jeder böse Zombie reinlatschen kann. So, und wenn das jetzt wieder schief geht, Leute, dann versuchen wir es beim nächsten Mal ein bisschen anders. Was mich ein bisschen wundert, bei diesem Spiel ruckelt es nicht bei mir. Wir haben Suppe! Wir versuchen mal ein bisschen was Fröhliches in diese furchtbar melancholische Stimmung reinzubringen. Denn die beiden sind wirklich am Arsch eigentlich. Die kämpfen um ihr Überleben. Überall sind Zombies. Rein damit. Ofen anmachen. Honey, it's working. So, wo gehen wir denn dann gleich rein? Hier?
ich weiß es noch nicht. Wo gehen wir gleich rein, um uns vor dem fiesen Typ zu verstecken? Der findet mich bestimmt da drin. Anguckt, anguckt, anguckt. Ich stehe unter Spannung. So, gekocht, was essen. Gehen wir einmal kurz zu ihr. Hi. Jetzt gleich kommt jemand und will uns abknallen. So, hier müsste der mich eigentlich nicht sehen, oder? Nee, nee, das behalten wir mal. So. Jetzt warten wir einfach. Schon übel irgendwie. Mann! Das für ein Scheißtyp. Leute, wir machen es jetzt nochmal. Und nochmal und nochmal und nochmal. Und wisst ihr was? Ich werde jetzt diesen Nachbarn suchen. Obwohl, dann verfolgen mich die Zombies. Ne, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt mal was ganz anderes. Ein bisschen was Asoziales. Vielleicht kommt es dann gar nicht zu dieser Situation. Schauen wir mal. Ist es denn hier so dunkel? So, draußen regnet es ja. Was tust du? Oh Gott! Nein! Tut mir leid, dass ich dich aufgehalten habe. Ich liebe dich. Ich habe gerade meine Frau mit dem Kissen erstickt. Oh my fucking goodness. Dim-di-dim-di-dim. Ich weiß nicht, ob das der Sinn dieser Quest ist oder war. Bestimmt nicht. Aber was sollen wir machen? Das war nicht nett von mir. So, den brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen auch das und wir brauchen das. Was machen wir jetzt? Ich werde nass. Wie schlimm. Hilfe. Oh. Wo ist der Nachbar? Hm? Nachbarchen. Jetzt komme ich und mach dich kalt. Hier ist ja gar kein Zombie. Noch ein Süppchen. Noch ein Süppchen. Ah, jetzt habe ich ihm das aber geklaut und jetzt wird er mich, wenn er mir begegnet, abknallen. Wir gucken uns trotzdem jetzt mal um hier. Oh, 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 ein Zombielein. Schlaftabletten? Ich brauch doch keine Schlaftabletten. Na, geh kaputt! Wo läufst du hin, Kumpel? Ja, ich hab's schon festgestellt. Der soll den doch kaputt machen hier. Aha. Da ist das Hirn rausgespratzt.
hätte gern ein paar Waffen. So. Oh. Guck mal, hier habe ich aber ganz viel zu essen, wa? Oh. Feuerzeug. Whisky-Dingens. Und Nägel. Noch ein Kochtopf. Noch mehr Nägel. Yeah! Und noch ein Kochtopf. Das ist ja ausgezeichnet. Was ist das? Achso. Das ist gut. Oh, wo geht's denn hier hin? Ach, da geht's nur in den Garten. Locked wooden door? Das war doch gar nicht locked. Ich glaube, ich sollte jetzt mal langsam Richtung Haya gehen. Denn hier bei Dunkelheit rumzuwandern, ist ziemlich dumm. Oh, oh. Was bedeutet diese Musik? Scheiße, ich habe Zombies im Haus. Das geht doch kaputt. Ja, ist noch nicht so ganz ausgereift hier, ne? So. Was nehmen wir hier? Was nehmen wir hier? Was nehmen wir hier? Ach, ein Picture von Kate. Weil ich die kalt gemacht habe. Bin aber ein fieser Typ. Dass ich die kaputt... Da bollert doch jemand gegen die Tür. Bin ich jetzt weggelaufen, Mist. Ja, aber so wie es aussieht, wird bei diesem Spiel noch eine ganze Menge passieren. Das Gebiet wird insgesamt natürlich noch vergrößert. Man kann mit den NPCs sprechen. Irgendwann. Es gibt Taschenlampen. Oh, es passiert noch ganz viel. Das Spiel, wie gesagt, befindet sich gerade mal in der Entwicklungsphase. Oh, da ist meine Leichenfrau. Ich schlafe jetzt mal. Huhuhuhu. Ob ich lebend erwache? Und jetzt? Hallo! Bin fertig mit Schlafen. Bin ausgeruht. 5 Uhr werde ich wach. Oh, nee, nee, nee. Das machen wir mal zu. Da wird aber ordentlich gegen die Tür geballert. Warum bollern die denn da so gegen die Tür? Aber wisst ihr, was man auch machen kann? Habe ich irgendwo... Was ist denn das für eine Tür? Ah, guck mal, da kann ich ja auch noch hin. Da hätte ich mich hätte ich mich da verstecken können? Ach, hier ist ja noch ein kleines Zimmerchen. Das wusste ich auch nicht. Aber ich glaube, da hätte ich mich auch nicht verstecken können vor diesem Typen. Ich hätte gern ein paar coole Waffen. Beziehungsweise, ich würde gern Rache nehmen. Ich hatte bei YouTube gesehen, dass man so ein Fenster kaputt machen kann. Und dann kann man sich da runterhangeln mit diesen Bettlaken. Aber wahrscheinlich ist das auch erst in der neueren Version. Nun denn, dann nicht. Machen wir es halt so. Oh, die fängt irgendwann an zu stinken.
wo sind die denn? Wo klopfen die denn hier die ganze Zeit? Health 5. 0,055. Ich weiß es nicht. Wo kommen wir hier hin? Noch ein Bad. Mein Gott, wie viel Badezimmer hat dieses Haus? Nobody knows. Nun ja, wir beenden diese Folge mal und gucken, was wir in der nächsten Folge schaffen. Tschüss!